begrüße heute bei meinen Salzburger Festspielgesprächen den Mann, den Sie nie sehen, der uns aber unzählige Stunden großartiger Musikerlebnisse ins Haus gebracht hat, Fernsehregisseur Brian Large, über Jahrzehnte der Pionier der Fernsehübertragung von Oper und Konzert. Sie feiern heuer 50 Jahre Brian Large in Television. Wenn es nur eine einzige Oper sein dürfte, die Sie auswählen, die Ihre Lieblingsoper, Ihre Lieblingsproduktion war, was wäre es? Es ist schwer zu sagen, aber ich muss endlich sagen, der Ring, der Bayreuther Ring, Giraud Boulez. Der Jahrhundertring. Der Jahrhundertring in Bayreuth, ja. Immer noch legendär, obwohl 1981, also lange vorbei ist, ja. Aber immer noch, was hat das so besonders gemacht? Ach Mensch, so besonders war die Arbeit mit Giraud, die Arbeit mit Boulez, die Arbeit mit Wolfgang Wagner. Das war ein Privileg natürlich, aber das war unglaublich. Das war das erste Mal, man hat einen Ring gemacht. Und zu machen, dieser Ring in Bayreuth, Mensch, das war ein Geschenk von Gott. Wirklich ein Gottesgeschenk. Wir haben ein ganz kleines Stückchen gefunden, wo wir Ihnen über die Schulter schauen bei der Arbeit. Das schauen wir uns an. Fresh, it's vital, it's original, it's down to earth. And if we've helped people to actually come as close to the ring as that, then I think we will have succeeded. Das war ja vom Publikum wahnsinnig angefeindet in den ersten Jahren. Das Team ist beschimpft worden, der Heinz Zednik erzählt das immer wieder. Da ist hineingeschrien worden, gepfiffen worden, das war ein Skandal. Im Grunde war es aber auch ein Beginn einer moderneren Opernregie. Ja, richtig. Das war der Anfang von einer neuen Generation der Regisseure. Das war traditionell, aber nicht so traditionell. Das Bühnenbild war original, aber war traditionell. In Götterdämmerung zum Beispiel, zweiter Akt spielt in quasi einer New York-Atmosphäre. Die erste Szene von Rheingold war ein riesen Powerdamm. Genau, ein Damm. Ein das war erstaunlich, ja. Wirklich erstaunlich. Aber das hat eine Bedeutung für Giraud, das hat eine Bedeutung für uns. Und das war ein Method of Storytelling, das war ganz neu. Ja, das war wirklich sehr, sehr ungewöhnlich. Und ja. Dann relativ schnell ist verstanden worden, wie ja. Bahnbrechend das ja. war. Ich habe einen Artikel über Sie in einer englischen Zeitung gefunden, ein Interview mit Ihnen, wo Sie immer als Dr. Large bezeichnet werden. Ich glaube, Sie sind promovierter Musiker, Musikwissenschaftler und Philosoph, haben Dirigent und Pianist gelernt. Mhm. Eigentlich, wenn Sie so eine Fernsehübertragung machen, sind Sie auch wie ein Dirigent. Es sind halt die ja. Kameras, Ihr Orchester. Statt Instrument, statt Geigen oder statt Hörner, ich dirigiere Monitor. Und ich mag viel Bewegung in ja. der Übertragungswagen. Für mich, das ist wichtig, so machen. Mag der Schnitt wie ein Auftakt. Ja, ja. Das ist meine Methode. Wie viele Kameras sind so maximal im Einsatz und auf Ihren Monitoren? Normaler vielleicht für ein Konzert 6, 7, 8, für eine Oper manchmal 12, 13. Aber für mich die größte war in Rom, wenn wir Tosca live gemacht das war 27 Kameras. Das heißt, Sie stehen vor einer Monitorwand, wo Ihnen von 27 Kameraleuten 27 Bilder angeboten werden und Sie müssen in der Sekunde entscheiden, natürlich nach Vorbereitung, welches Bild Sie jetzt nehmen, wie der Fluss der Geschichte weitergeht. Wir machen alles in Probezeit, ja. So das ist nichts spontan, das ist wie ein
Probe und wir machen das durch. Wenn ich war mit der BBC und ich habe diese Royal Processions gemacht, zum Beispiel die Silver Jubilee von Queen Elizabeth II in Covent Garden, wir haben das gemacht als ein Procession von Buckingham Palace zum Covent Garden. Und das war Teil by Teil, alles ganz präzise organisiert. Aber in all den Jahren, die ich Sie kenne und in denen ich mit Ihnen zusammengearbeitet habe, habe ich nie ein böses Wort von Brian Large gehört. In dem ganzen Stress, in dem viele andere schreien, brüllen, Stress machen, Brian Large immer Sir Brian, immer ruhig, zu jedem freundlich, überlegt, alles aus der Partitur vorbereitet, schon ein Jahr vorher. Das war schon ein Luxus. Man muss ein Profi sein. Wir arbeiten mit Sänger, Sängerin. Das ist ein Duty für uns. Es ist Ihre Auffassung, Ihr Berufsethos. Was war denn das Schlimmste, was Ihnen jemals passiert ist? War in Metropolitan ein paar Jahre, 3 Jahre vorher. Wir machen ein Live Boris Godunov. Und wir waren in Übertragungswagen, ging gut, Live-Sendung, ganz Welt. Und plötzlich in der Coronation Scene, wir haben das ganze Audio verloren, alles weg. Man muss weitergehen, aber wie? Okay? Ich muss singen. Ich singe ein bisschen in Russisch und Lipplesen von der Sänger. Und wir waren ohne Ton für 10 Minuten. Live. Das war ein und bisschen. Sie haben für die Crew alles, den Ton alles gesungen, gemacht, alles auf Russisch gemacht. Gesungen, ja. Damit ihr ja. Am gleichen Punkt bleibt. Ja, ja. Aber quasi, es war nicht ein echtes Russisch, das ja, war ja. Ein Phonetisch. Aber man muss das lernen. Man muss das machen. Man ist hilflos. Aber okay. Das war ein Boris mit René Papa als Boris, live, so die ganze Welt, HD in Kino. Wir zwei haben zusammen auch ein paar Schrecksekunden bei Neujahrskonzerten erlebt, aber wir haben sie immer souverän bestanden. Ich freue mich sehr herzlich. 50 Years in Television, Brian Large, der Mann, der eigentlich das Genre, kann man fast sagen, erfunden hat. Darf ich Sie bitten, dass Sie sich noch in mein Gästebuch eintragen? Gerne. Sir Brian. Voilà.